Hallöchen, meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Cry of Fear. Eigentlich wollte ich schon viel früher heute aufnehmen, allerdings habe ich mir immer so gedacht, ja, heute Abend ist auch noch Zeit, ich will das Spiel jetzt nicht spielen. Aber ich habe mir gedacht, wer ist der Mann? Ich nicht. Gehen wir rein. Oh, geschlossen. Ist locked. Können wir, haben wir den Schlüssel? Ah, alles klar. Use. Ah, wir können rein. Monster. 3, 2, 1. Oh. Oh, danke für die Munition. Echt? Warum bekommen wir Munition? Das Spiel weiß doch, dass gleich was kommt, oder? Fuck, ist das dunkel. Fuck, ist das dunkel. Ha! Ha! Bist du aus der Wing? Du bist aus der Wing! Was? War das? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das war doch das Mädchen aus The Ring, so gesehen. Und keine Ahnung, ey. Fick dich. Wer ist der Boss? Ich bin der Boss. Die Frage ist, wie lange bleibe ich noch der Boss? Hier ist nichts. Warst du die Einzige aus The Wing? Aber ich habe den Film doch gar nicht gesehen. Ha! Tot. Game over. Die finde ich irgendwie... Oh! Mann, ey! Du hast mich vielleicht erschreckt. Gott. Das sind alles aus The Wing, ne? Das ist aber komisch. Ich fand den Film eigentlich langweilig. Ich mochte den nicht so gern. Und was ist das für eine Atmosphäre? Das ist eine gute Atmosphäre, ja, das stimmt. Das Spiel hat eine der besten Horroratmosphären, die ich jemals in so einem Spiel hatte. Aber allerdings ist die auch sehr erschreckend, muss man so zugeben. Ist hier irgendwas? Nee, nur eine... Ach, hier wurde anscheinend irgendwas... You got to... Such nach einem Video. Ja, jetzt weiß ich, wofür das da war. Wir haben doch da oben im Raum des Pedos, beziehungsweise im Raum vom Dings gesehen, dass da so ein Dings war. Ja, wir haben so ein Dings gesehen und... Fick dich, das fand ich nicht nett von dir. Warte mal. Woher kamen wir? Kamen wir hierher? Ah, ich hab das Schloss aufgesperrt. Alles klar, können wir durch. Ist das jetzt die andere Tür? Ja, nice. Können wir direkt wieder speichern. Weil wir das relativ gut angestellt haben. Wir sind jetzt das erste Mal in dieser Folge gestorben. In der fünften Folge ist das jetzt? Fünfte, ne? Ja, fünfte. Ich irre mich nicht. Drei Patronen, reicht das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe, dass es reicht, denn sonst bin ich echt am Arsch. Tops hat mir gesagt, jetzt ist das Umgucken im Spiel noch nicht so wichtig. Später wird es aber wichtiger. Und warum wird es hier immer voller? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich weiß es nicht. Okay, da können wir wieder durch. Such nach einem Videogerät. Wir wissen, wo ein Videogerät war. Aber hier oben sind bestimmt wieder Gegner. Nein, okay, danke. Wo war der Raum des Pedos? War das im zweiten Stock? Das war im zweiten Stock, oder? Bin ich mir relativ sicher. Oh, fuck. Hallo? Hello, everybody. My name is Tomageddon. And I make Let's Plays on YouTube. Okay, das interessiert hier keinen zum Glück. Okay, ich gehe wieder raus und versuche mal das Turm mal zu finden. Was in dieser Etage anscheinend nicht ist. Dann war der Raum des Pedos in der dritten oder vierten Etage. Ja. Das sagt mir auch schon das Schreien hier. Beziehungsweise die gruselige Atmosphäre. Ach so. Ja, ich weiß, dass das nicht vorher da war, Mann. Aber wir können ja auch nichts dafür. Die Frage ist, was ist hier am so... Was ist hier so am Böllern? Was ist das? Funktioniert nicht. Keypad to the elevator. Ja, das hatten wir schon in der letzten Folge. Da können wir nicht durch. Da können wir nicht durch. Die Tür ist verschlossen. Und da war halt dieses Dings, ne? Ja, das war hier noch nicht. Das ist erst hier hingekommen. Heißt, wir müssen in die dritte Etage, so wie es aussieht. Wie kamen wir in die dritte Etage? Ich muss mal kurz überlegen. Über den Balkon.
Hallo? Keiner da, Gott sei Dank. Das sieht irgendwie so verdächtig aus, ne? Muss man so zugeben. Okay, ich versuche trotzdem mein Bestes. Kann man hier rein? Tatsächlich. Hier. I can view... Ja, ich... Ah, okay, 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 alles klar. Use. Können wir jetzt gucken? Oh, wir können jetzt sogar ein bisschen fernsehen, während hier, wir hier warten. Das ist ein Typ, der einen anderen Typ auf dem Stuhl beobachtet. Und jetzt geht der Typ nach rechts und guckt den Typen immer noch an. Wahrscheinlich wollen die gleich Geschlechtsverkehr haben. Oder? Nee, scheint nicht so. Oh nein, das ist ja wie ein Outlast. Das ist Outlast. Das ist die Vorgeschichte von... Okay, in Outlast wurden nur die Finger abgeschnitten und nicht der komplette Kopf. Aber es ist Outlast. Ich musste noch... 9759 ne? Oder 9559? Fuck. Ich will was gucken. Okay, haben wir aufgeschrieben. Sehr nice. Frage ist jetzt, werden 3 Patronen reichen? Ja oder nein? Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Naja, eigentlich in der heutigen. Jetzt werden wir angegriffen. 100 pro. Jetzt oder gleich? Gleich. Hier. Nein? Das war sowas von... Ah, okay. Dann hier ganz oben. Hier werden wir angegriffen. Nein? Das wundert mich allerdings. 9759. Nice one. Das war der Code dazu. Ich bin ein richtiger Sherlock geworden. Benutzen wir jetzt. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber wahrscheinlich zu einem Ort... wo wir hin müssen. Und es kommt wieder eine Filmsequenz. Sehr nice. Das mag ich immer sehr gerne in diesem Spiel. Da man so weiß, boah, Junge, jetzt kann nichts kommen. Das feiere ich aber hart. Okay, 7 Minuten nehmen wir noch auf. Ich kann die Folge noch nicht beenden. Wir müssen sowieso erstmal wieder einen Speicherort finden. Oh Gott, ich drücke mich vor jeder Aufnahme bei diesem Spiel nicht ohne Grund. Oh, überall Blut. Nice. Ich wüsste auch gerne, wo wir hier mal gemeint sind. Blut. Wir müssen runter. 100 pro, kommt die Jason? Die Framerate ist am Abkacken. Heißt wahrscheinlich, wir bekommen gleich Besuch. Wir werden sowas von Besuch bekommen, was? Und Munition kriegen wir auch nicht ohne Grund. Nice. Wir müssen noch weiter runter. Folge dem Blut, wie in Outlast. Ich versuche, mehr Spiele mal schön zu reden. Wir bekommen noch mehr Munition. Das hat einen Grund. Das hat einen großen Grund. Warum wir so viel Munition bekommen. Und es geht immer weiter runter. Immer weiter. Und ich spüre die Angst wirklich. Ich spüre sie. Ach so. Ah, ich kann nicht mehr Munition haben. Fuck. Warte, ich habe da eine Idee, was wir machen könnten. Wir werden einfach die Munition jetzt wechseln. Eins. Genau. Er. Direkt wechseln und dann können wir die direkt aufnehmen. Oh, boah. Ich bin ein Genius auf jeden Fall. So, Dual Read. Dual Read plus Waffe gleich runter. Jetzt haben wir das Maximale ausgeschöpft und jetzt muss ich aufpassen. Denn ich habe auch gelesen, dass es hier Endbosse geben soll. Vielleicht wird das ja der erste Endboss. Ich bin mir relativ sicher, dass das der erste Endboss wird, was? Ich bin bereit. Ich bin bereit, Leute. Okay, eine Filmsequenz. Das heißt nichts Gutes, was? Okay, unsere Taschen... Was? Warum ist das da so dunkel? Das ist eine Kettensäge, ne? Das ist nicht Outlast. Das ist nicht Outlast, glaube ich nicht, no. Was bist du? Okay, es ist nicht gut. Lauf, oder? Oh Gott, ich habe keine Stamina. Ich habe keine Stamina mehr. Ah. Oh Gott, was soll ich tun? Das ist irgendwie lustig. Das ist so Verfolgungsjagd. Schnie, schna, schnappi. Das kleine Krokodil. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. Bringt das was, wenn wir so drauf schießen? Scheint nicht so, oder? Aber wie soll ich den sonst besiegen?
Fuck, daneben geschossen. Voll hart. Ja. Was willst du machen, AMK? Okay. Warte mal, ich weiß, was wir nehmen. Wir nehmen nur die Waffe, wir sehen hier ja genug. Und damit können wir im Notfall auch Dings machen. Da können wir im Notfall noch nachladen, wenn das nötig ist. Das sieht irgendwie wie so ein scheiße Pickel aus. Lad nach, Digga. Ich bin hier. Ich bin hier. Tötet ihn das oder? Oh, da oben ist jetzt Sova. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Ding ist und ich will es auch gar nicht wissen. Es sieht nur aus wie so ein Typ mit Nägeln im Kopf. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe das Let's Play als leicht gestartet, weil ich wusste, Thomas, das Spiel ist extrem hart, beziehungsweise auch gruselig. Ich werde das auch von den Nerven so nicht hinbekommen, ungefähr, weißt? Und deswegen habe ich es einfach als leicht gestartet, deswegen wird das jetzt wahrscheinlich so leicht sein. Ich werde mir das auf jeden Fall als Let's Play mal nachher bei den anderen angucken. Komm schon, wir sind weit gekommen und dürfen jetzt nicht sterben. Wir müssen ja auch nicht sprinten, das ist geil. Ich höre noch immer die Kettensäge hinter mir. Und wenn wir das weiter so machen, dann haben wir uns gut geschlagen. Nice! Haben wir es geschafft? Achso, er tötet sich einfach selber wie Gabriella. Prima Gabriella. Ich kann es verstehen, dass man danach nicht so happy drauf ist. Boah, das war auf jeden Fall ein Kampf. Ich fand es aber atmosphärisch, ehrlich gesagt, nicht so schlimm. Okay, was wir hier sehen, ist vielleicht ein Flashback. Wir sehen die Wohnungen hier. Nice, okay, was sagt das? Genieß mir es einfach. Okay, wir sind wieder... Moment mal, das ist nicht... Did I pass out? Ja, wer bist du denn? Relax. I am not one of them. Was? Siehst aus wie ein Onkel Doktor. Ja, Doktor. Das habe ich gemerkt, dass es gefährlich ist. Nein. Ich will auch nicht einer von denen werden. Ich bin auf jeden Fall... Ey, Junge, wir können kooperieren. Du bist Doktor und ich kann schießen. Das ist doch perfekt. Ja, ich weiß auch nicht, was zum... Keine Ahnung, ey. Vor allem war der Typ total komisch. Aber wir können jetzt speichern, ne? Fuck. Who's that Doktor? Das würde ich auch gerne wissen. Aber ich merke langsam, dass das Spiel mich abhärtet. Zwischen, also wenn man... so eine Aufnahmesession ist, merkt man das? He locked the door. Okay, einen anderen Weg finden, werden wir machen. Was bist du denn? Sieht das aus wie so ein Hund? Oh, da können wir sogar rein. So viele Hunde sind hier. Das ist lustig. Okay, können wir nichts aufmachen. Also haben wir Munition so gesehen verschwendet, aber das ist mir jetzt egal. Solange nicht noch ein Hund angejodelt kommt. Blöder Hund, ey. Ich mag Hunde eigentlich, aber nicht, wenn die mich mit einem Hammer attackieren wollen. Dann sind mir Hunde ehrlich gesagt unsympathisch. Okay, hier scheint nicht zu sein. Eigentlich muss man, glaube ich, hier nur den Weg entlang gehen, wenn wir jetzt auch machen. Oh, falsche Richtung. Schnee, schnapp, schnappi, 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 schnapp. Du lagst eigentlich vorhin da, ne? Genau da, wo die Blutspur ist. Aber egal, kann ja jedem passieren, dass die Leiche mal weggeht. Es ist ja nichts Besonderes mehr, also... Habe ich auch andauernd, dass Leichen einfach so von alleine verschwinden und weggehen, also. Ist wirklich nichts Besonderes. Wir werden jetzt die Tür entlang gehen und gucken mal, ob uns ein Hund angreifen wird. Hund, Hundi. Aber was ist da? Ah, was? Oh, okay, hier geht's lang, was? Ja, da geht's tatsächlich lang. Hier im Raum war anscheinend nichts. Es regnet, wir sind draußen. Police. Police. Was ist das? Eine Pfütze, geil. Police. Oh, Police. Police, ich muss nachladen. Nachladen und raus geht's in die schöne Bude. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie man schießt. Hundi! 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 Ein Schlagstock!
Boah, fuck yeah, Mann. Können wir den auch anders tragen? Geil, aber ich würde trotzdem noch die Waffe bevorzugen. Hundi! Hundi! Okay, alles klar. Okay, das ist mehr als offensichtlich. Artikel Source Modern Man. Alles klar. Herausgerissener Magazinartikel. Das meiste davon ist zu dreckig, um es zu erkennen. Es scheint ein Artikel über Depression zu sein. Kommt dir das bekannt vor? Warum? Nicht länger warten. Wähle 543214 und lass dich beraten. Warte mal. Ich bin mir sicher, dass wir das nachher brauchen. Mama, das haben wir uns doch sicherlich markiert, oder? Scheiße, was war das? 543? Scheiße, ich muss nochmal nachgucken. 54. Nein, nicht. Fuck, ich hab fast ein Magazin. Mann! 543214. 214, 543. 543214. 54. 5, 4. Nein! 5, 4, 3, 2, 1. Man kann nur 5 Stellen eingeben. Wir brauchen einen anderen Code. Sage ich mal so. Alles klar, dann müssen wir jetzt hier ein Abteil, wahrscheinlich mit den Hundis. Ja, den Code suchen. Der hier wahrscheinlich irgendwo in den Räumen drin sein wird. Oh, das wird eine Schnitzeljagd. Ich mag Schnitzeljagden eigentlich. Ist immer beruhigend hier in Cry of Fear. Ist hier irgendwo was? Hier sind ein paar Akten. Oder was, wonach ich suchen sollte. Vielleicht sind hier auch irgendwas an den Wänden, irgendwelche Zahlen, das kann auch sein. Habe ich in irgendeinem Horrorspiel damals gesehen, dass man so auch eine Tür öffnen musste. Normalerweise mag ich Rätselspiele ja, aber eher sowas wie Professor Layton und nicht Cry of Fear. Ja. Das lag vorhin noch nicht hier, oder? Ist das eine Spritze? Nee, hier liegen wirklich viele Kugelschreiber. Ich glaube, das haben die Macher nur zur Verwirrung gemacht. Hier hören wir jetzt genau hin. Ist das eine Waschmaschine oder läuft hier wirklich einer her? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall gucken wir hier im Raum nach. Hier war Hundi. Hundi war hier... Spritze, schon wieder. Zufall? Ich weiß es nicht. Können wir nicht aufmachen, können wir nicht aufmachen. Mist aber auch. Das ist jetzt komisch. Wir haben jetzt Patronen und eine Spritze bekommen. Das heißt, die werden wir auch wahrscheinlich brauchen. Da kommen wir nicht durch. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen. Wahrscheinlich sind wir durch den Fahrstuhl gekommen. Können nicht zurück, okay. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge Cry of Fear. Wir haben ja wieder einiges erlebt. Die hatten einen Endboss, den ersten, und haben mit Hundis gekämpft. War auf jeden Fall lustig. Und ich würde auch sagen, in der nächsten Folge suchen wir weiter den Code. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.